Genau, und wenn ihr bequem dort liegt oder bequem dort sitzt, dann könnt ihr euch vorstellen, dass um euch herum ein goldener Schutzkreis ist oder eine goldene Schutzkugel, durch den nichts durchdringen kann, sodass ihr, egal was passiert, egal was ihr seht, komplett geschützt seid. Und dann macht ihr eure Augen einfach zu und atmet erstmal ein paar Mal ganz bewusst ein und aus, um den ganzen Stress oder alles, was ihr heute erlebt habt, die ganzen Gespräche, alles einfach loszulassen. Ihr könnt es auch über die Füße abfließen lassen in den Boden. Und dann stellt ihr euch vor, dass ihr an eurem Lieblingsplatz auf der ganzen Welt seid. Es kann am Meer sein, es kann an dem Fluss sein oder wo auch immer. Es kann sein, dass die Sonne scheint oder ihr spürt auch den Wind auf eurer Haut. Und dann steht ihr auf und geht von eurem Lieblingsplatz durch so einen Pfad, durch den Wald, und da raschelt vielleicht das Laub unter eurer Füße, vielleicht huscht auch irgendein Tier im Wald rum, und ihr lauft durch den Wald so einen Pfad entlang, bis ihr auf eine große Lichtung kommt. Und auf der Lichtung, das ist euer innerer Garten, das ist euer eigener Garten. Und da gehen wir jetzt aber gerade nicht rein, sondern wir laufen an dem Garten vorbei, der ist vielleicht auch eingezäunt. Und laufen auf eine Felswand zu. Und bei der Felswand, wenn ihr ankommt, da ist dann so ein, wie so ein Tunnel, das nach unten führt. Und ihr geht die Stufen runter in den Fels rein. Ist vielleicht auch kühler, wenn ihr da runterlauft. Und ihr hört schon das Rauschen von dem Fluss. Und wenn ihr unten angekommen seid, dann lauft ihr ein Stück am Fluss entlang und dann seht ihr, dass wieder Treppen nach oben führen. Und die Treppen geht ihr einfach wieder hoch. Und ihr seid wie Super Mario viel schneller, als ihr normalerweise sein würdet. Ihr könnt auch einfach das überspringen und könnt, Zeit und Raum spielt da keine Rolle. Und wenn ihr oben wieder rauskommt, dann wartet dann eine Person auf euch. Und vielleicht kennt ihr die Person schon. Vielleicht habt ihr sie auch noch nie gesehen. Das kann ein Maya sein, ein Indianer, ein Verwandter von euch. Und schaut euch die Person kurz an, die euch da heute hilft. Und ihr könnt auch fragen, wie sie heißt. Und dann geht ihr mit der Person weiter und dann seht ihr vor euch eine riesige Lichtung mit einer Wiese und auf der Wiese stehen drei Hütten. Und ihr lauft auf die linke Hütte zusammen mit eurem Geistführer, der euch heute begleitet, zu. Und wenn ihr an der Hütte angekommen seid, dann fasst ihr den Türgriff an und macht die Tür auf. Und wenn ihr in die Hütte reinschaut, dann seht ihr eine Szene, entweder aus eurer Kindheit, von den Ahnen oder von vergangenen Leben. Und schaut mal, wie es in der Hütte ausschaut. Ist es da dunkel oder hell? Und wo seid ihr da in der Hütte? Wo seht ihr euch? Und egal wie sehr euch die Szene geschockt hat, wir werden jetzt da was unternehmen, um das zu heilen. Und ihr macht die Tür wieder zu und euer Geistführer ist die ganze Zeit bei euch. Und ihr lauft weiter zur zweiten Hütte. Und wenn ihr an der zweiten Hütte angekommen seid,
macht ihr die Tür auf. Und entweder hört ihr sofort einen Satz, was ihr selbst oder eure Ahnen beschlossen habt, in dem Moment, wo das passiert ist. Ihr hört den Satz jetzt klar und deutlich. Und falls ihr ihn noch nicht gehört habt, dann lauft ihr auf den Tisch zu, der da in der Hütte steht. Und da ist ein Blatt Papier und da steht der Satz auch drauf. Das könnt ihr aufheben, das Blatt Papier, und könnt den Satz auch lesen. Da steht da drauf geschrieben. Und dann geht ihr aus der zweiten Hütte raus und geht zusammen mit eurem Geistführer in die dritte Hütte. Und ihr macht die Tür auf und da seht ihr euch selbst oder eure Ahnen, wie die plötzlich komplett verwandelt sind. Ganz anders, als ihr sie typisch kennt. Viel lebensfreudiger. Vielleicht haben sie einen Partner, vielleicht haben sie viel mehr Freunde. Und beobachtet sie einfach, ich gebe euch jetzt mal kurz Zeit, dass ihr sie beobachtet, wie sie sich verhalten oder wie dein anderes Du sich verhält. Vielleicht zieht sie sich auch anders an. Vielleicht tut sie die Dinge, die ihr schon immer tun wolltet und nie getan habt. Vielleicht schreibt sie ein Buch oder macht irgendein Projekt. Und dann bittet ihr euer anderes Selbst, dass es euch ein Geschenk gibt. Und schaut euch das Geschenk ganz genau an. Und bedankt euch. Und das ist der Seelenanteil, der euch verloren gegangen ist und den könnt ihr jetzt nehmen und dreimal in euer Herz oder in euren Bauch oder wo ihr fühlt, einatmen. Bis ihr das Gefühl habt, der Teil ist wieder ganz mit euch verschmolzen. Und dann verabschiedet ihr euch von eurem anderen Selbst und geht zurück, raus aus der Hütte, zurück zur zweiten Hütte, macht da die Tür auf und dann plötzlich hört ihr, wie sich der Glaubenssatz komplett verwandelt hat, komplett ins Gegenteil umgekehrt hat. Und wenn ihr ihn nicht hört, dann könnt ihr wieder zum Tisch hinlaufen und auf dem Zettel lesen, was da steht. Und dann macht ihr die Tür zur zweiten Hütte zu und geht zurück zur ersten Hütte. Macht die Tür auf und die Szene ist komplett verwandelt. Es ist viel mehr Licht, viel heller. Vielleicht winken euch auch die Ahnen zu oder euer anderes Selbst. Und ihr seid einfach nur dankbar, dass ich das heute lösen durfte. Und dann dreht ihr euch um zu eurem Geistführer und fragt ihn, ob er euch auch noch irgendwas sagen möchte.
Und dann lauft ihr zurück mit eurem Geistführer zu der Felswand. Und verabschiedet euch vom Geistführer und lauft die Steinstufen wieder hinunter zu dem Fluss und das Stück am Fluss entlang und wieder hoch auf die andere Seite. Und dann kommt ihr wieder bei der Lichtung raus mit eurem inneren Garten. Und da könnt ihr das Gartentürchen aufmachen und reingehen und könnt euch mal umschauen, was in eurem eigenen inneren Garten so alles wächst, wie der ausschaut. Und wenn ihr noch nie eine Reise zu eurem Krafttier gemacht habt, dann könnt ihr auch euer Krafttier rufen und fragen, ob es kommt, das euch jetzt im Moment begleitet. Ihr könnt auch fragen, wie es heißt. Vielleicht sind es auch mehrere. Vielleicht ist es auch nur, dass ein Vogel über euch fliegt, dann schaut, was das ist. Vielleicht raschelt es im Gebüsch, dann könnt ihr nachschauen, was da ist, wenn sie sich nicht offensichtlich zeigen. Manche sind am Anfang ein wenig scheu. Manche reden auch am Anfang nicht. Wenn sie mit euch reden, dann könnt ihr sie auch fragen, was sie gern essen. Oder wobei sie euch helfen. Und der Garten ist euer eigener persönlicher Rückzugsort. Zu dem könnt ihr immer kommen, wenn ihr euch erschöpft fühlt. Und dort könnt ihr ausruhen und euch entspannen. Ist auch immer ein guter Hinweis, was in dem Garten alles wächst, was für Pflanzen. Und dann könnt ihr euch vor eurem Krafttier verabschieden. Und der Name vor eurem Krafttier, den dürft ihr niemandem sagen. Der ist nur für euch bestimmt, weil das ist wie so ein alter Ego von euch und das gibt anderen Menschen die Kraft sonst über euch. Und deswegen erzählt mir das niemandem, wie die heißen. Nur was es ist. Und dann könnt ihr aus dem Garten wieder rausgehen und die Gartentür hinter euch zumachen. Und von der Lichtung durch den Pfad im Wald zurück zu eurem Lieblingsplatz gehen. Und von dort aus, wenn ihr wieder dort angekommen seid, könnt ihr in eurem eigenen Tempo zurückkommen und könnt euch aufschreiben, wenn ihr irgendwelche wichtigen Botschaften gekriegt habt, dass ihr das nicht vergesst, wie den Namen von eurem Krafttier. Oder irgendwelche anderen Sachen wie den Glaubenssatz oder das Geschenk, das ihr gekriegt habt.